Gerade im Bereich Strom haben wir einen sehr großen Umbruch derzeit. Es werden immer höhere Leistungen benötigt. Rechenzentren werden hier ansässig. Wir haben hier mittlerweile den größten Internetknotenpunkt weltweit. Diese Rechenzentren sind sehr stromintensiv und deswegen muss gerade der Frankfurter Osten, in dem dort diese Rechenzentren gebaut werden, verstärkt werden. Wir nutzen hierzu die Gelegenheit, unser 110 kV-Netz massiv auszubauen und das Ganze im Schatten des Projektes Riederwaldtunnel. Anders als bei einer Erschließungsmaßnahme oder beim Bau einer neuen Transportleitung müssen wir hier eine komplette Infrastruktur neu ordnen und das unter laufendem Betrieb. Unsere Maßnahmen gleichen zum Teil Operationen am offenen Herzen. Wir haben dort eine sehr hohe Komplexität, weil wir immer nur einzelne Leitungsstränge außer Betrieb nehmen können. Jeder ist da hoch motiviert, um das Projektziel zu erreichen. Und das ist tagtäglich eine wirklich schöne Erfahrung.